Teil 4 der SDVP-Sommergespräche, heute mit Landeshauptmann-Stellvertreter Hermann Schützenhöfer. Herr Landeshauptmann, der Sommer ist jetzt fast zu Ende. Es war wettertechnisch ein durchwachsener Sommer, da haben wir sehr viel erlebt. Du bist der Tourismusreferent im Land Steiermark. Wie geht es dem Tourismus nach diesem Sommer? Kann man schon etwas über die ersten Zahlen sagen? Sehr gut. Ich habe gerade vor wenigen Stunden die neuesten Zahlen für den August bekommen. Wir liegen im Plus und wir werden insgesamt im Sommer im Plus liegen. Das haben wir nicht erwartet, weil wir ja 7 Rekordwinter und 7 Rekordsommer hinter uns haben. Kein Bundesland hat das geschafft und wir liegen wieder im Plus. Das ist toll und das ist, glaube ich, schon auch einer guten Tourismuspolitik zu verdanken, die sich darauf konzentriert hat, dass wir eine Ganzjahresdestination werden, dass wir für Menschen, die viel Geld haben, aber auch für Menschen, die den Euro dreimal umdrehen müssen, bevor sie ihn einmal zur Hälfte ausgeben, qualitätsorientierte Möglichkeiten haben, Urlaub zu machen und dass wir sozusagen von der Wanderung bis zur Therme, von den Mountainbikern bis zu den Bädern und Sportmöglichkeiten und die Kulturhauptstadt alles bieten können, was man Menschen bieten kann. Im Tourismus gibt es Zuwächse. Bei Politik und Verwaltung wird gespart. Die Reformpartnerschaft hat vor dem Sommer die sogenannte Reformagenda Steiermark präsentiert. Das heißt, es wird umfangreich reformiert in Politik und Verwaltung. Der Landtag wird verkleinert, die Landesregierung auch, der Proporz wird abgeschafft. Auch die Verwaltung wird verschlankt. Was sind jetzt die nächsten konkreten Schritte im Herbst? Das heißt, wie wird dieses Paket jetzt umgesetzt? Dieses Paket wird jetzt umgesetzt, indem im Landtag die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden zur Abschaffung des Proporzes, zur Verkleinerung der Regierung, zur Verkleinerung des Landtages und indem wir in der Landesregierung über die Landesamtsdirektion und die Abteilungen Zug um Zug jene Reformschritte setzen, die wir brauchen, um den Landesdienst in der Summe zu verschlanken und idealerweise auf etwa nur die Hälfte der Führungsebenen, jetzt sind es 50, auf Sicht zu kommen. Das dauert selbstverständlich, das muss man ja gut überlegen. Es müssen ja auch Aufgaben abgegeben werden, damit ich mit weniger Leuten auskomme. Wir wollen ja 700 Leute einsparen. Es wird eine Nulllohnrunde geben. Das alles sind Maßnahmen zur Verschlankung und dazu, dass das Defizit nicht steigt und steigt und steigt. Aber es braucht Zeit, es in die richtigen Bahnen zu lenken. Eine weitere Reform, die in Vorbereitung ist und die für viel Gesprächsstoff sorgt, ist die Gemeindereform. Das heißt, die Gemeindestrukturen werden ebenfalls reformiert. Da wird es jetzt Ende September 3 Konferenzen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern geben. Kannst du uns schon einen Ausblick liefern, was wird bei diesen Konferenzen passieren? Wir haben uns vorgenommen, dass wir die Steiermark neu ordnen. In der Politik, in der Verwaltung, aber auch in den Gemeinden. Wer glaubt, dass alles beim Alten bleiben kann, beschwört den Stillstand. Und den darf es im Land nicht geben, aber auch nicht in anderen Körperschaften. Wir wollen bei diesen 3 Konferenzen mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern darüber reden, wie sinnvoll diese Reform ist in den Gemeinden. Wir wollen und werden nicht drüber fahren. Wir wollen um Verständnis werben für dieses Projekt. Wir wollen nicht auf Teufel komm raus Gemeinden zusammenlegen. Wir wissen genau, dass da nicht das schnelle Geld zu holen ist. Davon kann ja überhaupt nicht die Rede sein. Es geht nur darum, dass wir Gemeinden haben wollen, die für sich jeweils die Gemeinde all das umsetzen kann, ohne Hilfe einer benachbarten größeren Gemeinde, was eine Gemeinde heute tun muss, gesetzlich durch Verordnung und das, was eben in den einzelnen Zuweisungsmitteln festgelegt ist, was sie zu tun hat. Und das ist sicher ein langer Prozess, der vor uns steht. Wir wollen diskutieren, wir wollen beraten, wir wollen nicht unter dem Titel Friss, Vogel oder Stirb in diese Reform gehen, dann kann sie nur scheitern. Wir wollen freiwillig Zusammenschlüsse erreichen, wir wollen die Gemeinden überzeugen und nicht überfahren. Aber ich sage schon, Bundesländer, die mit uns vergleichbar sind, Niederösterreich, Oberösterreich etwa,
In Oberösterreich gibt es 200.000 Einwohner mehr als bei uns, aber 100 Gemeinden weniger. Oberösterreich und Niederösterreich haben je nicht ganz 100 Gemeinden mit unter 1.000 Einwohnern, wir haben fast 200. Und das zeigt schon, dass sich bei uns eben an den Strukturen mehrere Jahrzehnte lang nichts geändert hat und die wollen wir hinterfragen und mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu hoffentlich guten Ergebnissen kommen. Jetzt war das erste Halbjahr dieses Jahres durch umfangreiche Reformen, durch ein Doppelbudget, was viele Sparmaßnahmen gegeben hat, geprägt. Diese Reformen werden ja im Wesentlichen sehr stark von der ÖVP-Regierungsmannschaft getragen. Kannst du uns sagen, für den verbleibenden Herbst, für die verbleibenden 4 Monate des politischen Jahres, was werden so die großen Schwerpunkte und Brocken sein? Dass wir die Spitalsreform Zug um Zug umsetzen, da ist ja viel gesagt, jetzt muss es getan werden. Dass wir in der Frage des regionalen Bildungsplanes einen Schritt vorankommen. Wir müssen bis zum Frühjahr hin wissen, mit wie vielen Pflichtschulen gehen wir in das Schuljahr 2012, 2013. Das muss gut vorbereitet werden und begründet werden, warum welche Maßnahmen geschehen sollen. Die Verwaltungsreform habe ich schon kurz angedeutet, wo viel Zeit investiert werden muss, damit es tatsächlich zu nicht nur konstruktiven Vorschlägen kommt, sondern zu Vorschlägen, die wir gemeinsam auch umsetzen wollen. Und so gibt es eine Reihe von Maßnahmen in jedem einzelnen Ressort, von den Landwirtschaftsschulen bis hin zur Wirtschaftsförderung, wo strukturelle Änderungen vorgenommen werden müssen, aber auch Neuerungen kommen. Wir wollen ja mit dem Geld, das wir haben, und das ist noch immer sehr viel, ja, das Richtige für die Zukunft tun. Das ist überhaupt, könnte man meinen oder sagen, die Überschrift dieser Legislaturperiode der Reformpartnerschaft. Wir wollen im Blick aufs Ganze das Richtige für die Steiermark tun und den jungen Menschen ein Stück Zukunft eröffnen, anstatt ihnen Hypotheken aus der Vergangenheit zu hinterlassen. Das ist der eigentliche Sinn dieser ganzen Reformbewegung. Das heißt, uns erwartet ein spannender politischer Herbst. Ich glaube schon. Dem sehen wir entgegen. Danke fürs Interview. Danke.